So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Caesar 4. Wir sind wieder hier und wir werden auch gleich angegriffen. Deswegen haben wir ja gespeichert vorher, haben eine kleine Pause gemacht. Ihr kennt das ja. Kurz vorm Krieg muss man noch einmal durchatmen. Und glücklicherweise haben wir jetzt schon mal drei Forts, die uns verteidigen können. Unter anderem natürlich auch mit Rüstungen, denn wir haben einen Kavallerie-Hilfstrupp eingerichtet. Auf das wir jetzt unsere Rüstungen, die wir bisher gecraftet haben, hier mit reinführen können. Und wenn wir erstmal ein bisschen Fleisch haben und das Fleisch dann auch hier mit reingebracht wird, dann werden die anderen auch wesentlich einfacher an Essen kommen. Offensichtlich sieht es nicht gut aus. Ich werde auch noch einen weiteren Rekrutierungsposten, nicht eine weitere Kantine hinmachen. So, und wieder kommen die alle von unten. Wieder vier Stück. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Geld übrig diesmal. 7000 Freikauf, das könnt ihr vergessen. Wir lassen uns durch euch nicht beeinflussen. So, dann holen wir mal unsere Leute raus. Sind hier schon welche drin? Nein, bisher noch nicht. Die werden noch rekrutiert. Ich heiße Gaius Marius und ich bin eine Ein-Mann-Armee. Okay, die ersten Leute sind schon unterwegs zu ihrem Fort. Und sobald die voll sind, werden wir sie auch dorthin bringen. Man muss nicht verrückt sein, um sich der Legion anzuschließen, aber es hilft. Die Experten stellen wir erstmal dahin. Wir warten morgens länger in einer Reihe als die meisten Leute den ganzen Tag. Euch dahin. So, und dann warten wir mal ab. Die hier müssten auch gleich voll sein. Immerhin hatten wir 20 Rüstungen, bis die anderen oben sind. Haben wir die Reiter schon nach vorne gepreschen lassen. Gepreschen lassen, genau. Ah, das wird. ...16... Die anderen kommen, sehe ich gerade. Da sind sie schon. Am liebsten würde ich hier komplett zumachen. Ohne Stadttor. Aber dann hätte man nicht die Möglichkeit, einmal kurz rauszugehen. Wir warten morgens länger in einer Reihe als die meisten Leute den ganzen Tag. Okay, kommt mal alle her. Was ist mit euch? Rom gebührt nicht mir, sondern Rom. Sehr zuversichtlich, das ist schön. Erstmal muss der Chef rüber, bevor die anderen kommen. Nos per moveo. So, die kommen. Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. Ihr stellt euch dahin. Schmerz ist nur Schwäche. Und ihr geht damit rein. Ich heiße Gaius Marius und ich bin eine Ein-Mann-Armee. Rauf da, alle abschießen. Okay, die Truppen wurden besiegt. Und dementsprechend hauen sie alle wieder ab. Wir haben es geschafft. Sehr, sehr nice. Tschüssi, war schön. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es ist jetzt wesentlich einfacher, nun, da wir die Möglichkeit haben, uns wunderbar zu verteidigen. Wir haben hier jetzt auch genug Essen drin. Das heißt, ich werde hier oben jetzt eine weitere Kantine bauen, die es dann einfacher hat, die ganzen Nahrungsmittel ranzukriegen. So, bitteschön. Und ihr geht euch ausbilden. So, der Kantinenmann läuft los. Überall sind genug Leute. Wie sieht's aus? Ja, die Bezahlung ist nicht die beste. Rom, wir haben nicht genügend Arbeit für all unsere Arbeitskräfte. Na, es ist nicht schlimm. Hauptsache, die Bezahlung ist gut. Alles andere ist egal. Und so doll kann das auch nicht sein. Hier ist alles in Ordnung soweit. Nahrungsmittelmarkt hat Nahrungsmittel, wenn auch nicht viele. Der ebenfalls. Attraktivität ist zu gering. Hatte ich die nicht schon mal hochgesetzt?
Nee, das wollte ich gerade machen. Genau, und dann sollten wir angegriffen werden. Ah, ich verstehe. Gut, und die haben keine Nahrungsmittel. Auch da werde ich jetzt noch einen Nahrungsmittelmarkt hinsetzen, denn wir werden wahrscheinlich noch weitere Plebejer brauchen in unserer Stadt. Insofern ist das schon völlig in Ordnung. Hier kriegen wir jetzt Fleisch her. Das erste Mal, dass es Fleisch gibt in unserer Stadt. Hier wurde auch gleich richtig viel reingepackt. Und es kommt noch mehr. Farmen produzieren gut. Und viel. Und dementsprechend können sich unsere Leute jetzt mit noch mehr Essen abdecken. Sodass es nicht passiert, dass hier jetzt mit mal plus 100 oder 60 oder 0 drin sind. Das darf nicht passieren. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in meinem Interesse. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch bauen können. Also, wir haben genug Geld. Holzfällerlager haben wir, Tongräberlager haben wir, Eisenbergarbeiterlager haben wir. Können wir allerdings noch 2 Stück hinstellen und dementsprechend natürlich auch Besteckwarenfabrika platzieren. Gibt es die Möglichkeit, hier einen Weg durchzubamseln? Nein, gibt es nicht. Wie mache ich das denn am besten, dass wir auch da hinten nochmal hochkommen? Ist alles nicht so schön? Gut, dann bleibt es so, wie es ist und wir machen eben unsere Eisenbergarbeiterlager hier vorne mit hin. So wie die anderen, die sind ja auch schon hier. Jetzt haben wir noch mehr Leute, die Eisen abbauen. Und Besteckfabrika kommt ebenfalls hin. 1, 2, 3 und dann brauchen wir auch noch ein Lagerhaus, das dementsprechend das Besteck an den Mann bringt. Befehle, nichts annehmen außer Besteck. Und schon haben wir die Möglichkeit, unsere Leute auch mit Besteck, das heißt mit noch besseren Luxuswaren auszustatten, nicht nur mit Möbeln. So, die haben jetzt hier jede Menge Essen, können sich richtig gut versorgen. Alles ist gut. Unsere Leute werden jetzt auch immer mehr Nahrungsmittel bekommen, dadurch, dass die jetzt auch Fleisch haben. Bleibt alles im Lot. In Lot und Brot. Machen wir jetzt noch eine Getreidefarm oder 2. Pause und Gemüsefarmen. Sehr schön. Dann brauchen wir auch Getreidefelder. 1, 2, 3, 4 und Gemüsefelder. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. So, ein weiteres Silo, das wirklich alles annimmt, wäre schön, aber ich glaube, ich packe hier einfach 2, 3 Silos hin. Einmal für nur Getreide. Einmal für nur Gemüse. So, dann nehmen wir noch ein Silo. Das nur Fleisch annimmt. Gut, Silos haben wir jetzt genug. Die werden jetzt die ganze Stadt hier versorgen mit allem drum und dran. Standardlöhne wurden wieder geändert. Wir haben nicht genügend Arbeit für all unsere Arbeitskräfte. Auf 17, na das freut mich. So, alle sind zufrieden, alle sind mit den Löhnen, die sie haben, zufrieden. 1500 Denare gehen noch an Cäsar. Wie sieht's aus mit der Attraktivität? Soweit ganz gut, auch wenn die Forts hier gerade für eine sehr, sehr geringe Attraktivität sorgen. Das heißt, viele Plebejer können wir hier nicht mehr mit hinstellen, aber die Domus werden davon nicht beeinträchtigt. Muss ich mal gucken, ob ich die Plebejer vielleicht woanders noch hinstelle. Nachher bei den Villen weiter unten vielleicht.
Wie sieht's aus mit der Wertung? Der kulturelle Standard in unserer Stadt muss verbessert werden. Gut. Kultur ist im Prinzip das Einzige, worum wir uns jetzt noch großartig kümmern müssen. Die ganze Bevölkerung, die kommt, wenn wir nachher noch ein paar Domus bauen, um Equities zu haben, die für unsere Plebejer arbeiten. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen Geld haben, werden wir hier unsere Mauer endlich mal erweitern. Und dementsprechend auch die Attraktivität, auch sehr hässlich, die Patrizier endlich mal ansiedeln. Die werden dann hier unten mit auf der Insel sein und immer schön beschützt von all unseren mächtigen, wunderbaren Kämpfern. So, Fleisch ist vorrätig und wird wieder mehr. Und allgemein ist es, glaube ich, ganz gut gewesen, dass wir weitere Silos gebaut haben, denn so können die einen Silo schon mal alles holen, alles ranholen, während die anderen dann wieder weiter alles ranholen. Alles ist gut. Alle haben ihr Essen. Na, du noch nicht. Dabei ist Fleisch gleich neben dir. Handelsrouten sind wieder lukrativer. Silphium. Ausliefern. Oh, da wird Caesar zufrieden sein. Ah, jetzt hat er was zu essen. Sehr schön. Glückwunsch. Freut mich. Wir haben einen Standardwarenmarkt, ne? Einen einzigen. Ich glaube, ich muss mal einen zweiten bauen. Das wird doch sonst zu gering von der Verkaufsdichte. Wir haben einen Steuerberater, wollte ich gerade sagen, einen Steuereintreiber, der rumlaufen muss, um die ganzen Märkte abzuklappern. Wie sieht's aus? Handel, Steuereintreibung. Oh, soweit ganz gut. Der läuft überall rum, sammelt die Steuern von den Märkten ein. Wir müssen uns mehr... Im Moment sind die Finanzen unserer Stadt in Ordnung. Keine Spenden, Handelserlöse 7.400. Verbrauchsteuereinnahmen 3.421. Dieses Jahr noch nicht ganz so viel, aber es wird mehr. Und insgesamt haben wir aber Gesamtausgaben von 11.563, insgesamt 10.821 gemacht. Ein bisschen Minus gemacht, genauso wie dieses Jahr. Und ich hoffe, dass wir jetzt in diesem Jahr auch noch ein bisschen Plus machen. Das heißt, alles, was wir jetzt noch an Handelserlösen bekommen, werden wir jetzt erstmal bereithalten und nicht weiter ausgeben. Obwohl, ich sehe gerade, Silphium wurde gekauft. Unser Geld ist schon wieder runtergegangen. Wie geht Caesar? Im Moment, Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Ja. Mehr oder weniger. Wir haben genug Möbel, wir haben genug Waffen, wir haben jetzt genug Rüstungen. Falls Caesar welche haben möchte, die liegen hier im Vorrat. Das ist der blanke Wahnsinn, die Blankenese. So, und ihr müsstet jetzt genug ausgebildet sein. Reicht. Ich würde euch gern irgendwo sehen. Wo seid ihr denn? Da. Ein weiterer Tag in der Legion ist wie ein Tag auf dem Bauernhof. Ja, sind schon Experten. Die Nahrungsmittelbestände sind weiterhin gering. Ja, gut. Es geht auch im Moment ziemlich hin und her, weil die Märkte sich jetzt erstmal vollstopfen müssen. Die müssen die Leute versorgen, die teilweise wirklich gar nichts hatten. Die haben sich jetzt gleich mit 900, 800 und so weiter versorgt. Und es wird jetzt erst. Es kommt jetzt erst in Ballung, dass wir wirklich mehr produzieren, als wir verbrauchen. Das dauert ein bisschen. Ist ganz normal. So, hier trainieren die anderen. Der einzige angenehme Tag war gestern. Ja. Und heute ist ein ganz anderer angenehmer Tag. Silphium haben wir offensichtlich schon wieder voll. Mehr können wir gar nicht einkaufen. Schön. Ging schneller als erwartet. Honig können wir ihm jetzt auch immer anbieten, um ihn glücklich zu machen. Besser geht's kaum. So, wenn die Märkte erstmal soweit gefüllt sind, die Häuser alle gefüllt sind, wir Nahrungsmittel im Überfluss produzieren, dann werden wir anfangen, noch weitere Domus zu bauen, die für unsere Patrizier arbeiten. Wie sieht's mit den Göttern aus? Rom. Der Respekt vor den Göttern in dieser Stadt ist so groß, dass sie uns sicherlich bemerken und reich segnen werden. Also noch ganz gut. Das freut mich.
Honig, er möchte Honig haben, bitteschön. Sollst du bekommen. Der Respekt. Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Für die exotischen Waren kriegen wir immer 4 Prozentpunkte obendrauf. Und jetzt machen wir nochmal ordentlich Minus, weil wir Honig einkaufen. Muss ich mal ganz kurz den Honig stoppen, bevor ich nachher die Löhne nicht mehr zahlen kann. Zum Glück haben wir gerade noch wieder was verkauft. Es ist ja auch Februar, da geht das ja. Änderung der Standardlöhne wieder einmal. Rom geht sieht immer hoch und runter wir hier. Wir haben nicht genügend Arbeit für all unsere Arbeitskräfte. Und dass man immer so lange warten muss, bis man dann endlich wieder Kohle hat, das nervt schon. Aber ich glaube, da muss man durch. Oh, sehr schön. Guckt's euch an. Also jetzt haben wir sogar volle Silos. Die hier oben, die sind noch ein bisschen am Knausern. Weil die Leute da natürlich zuerst holen. Ich kann gar nicht die Denarii ausliefern für Cäsar. Was denn hier los? Gebt mir Asche. Kommt, meine lieben Händler, kauft ein. Ich habe extra für euch alles vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Übrigens können wir ja auch eine neue Handelsroute fertig machen, um noch mehr Geld zu erfarmen, noch mehr Geld zu bekommen. Das machen wir auch gleich. Erstmal schicke ich schnell das Geld weg. Wir haben nicht genügend Arbeit für all unsere Arbeitskräfte. Aber jetzt noch nicht. 1800 ist mir noch zu heikel. 2000 sieht schon besser aus, also 500 muss ich behalten. Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Bitteschön. Der Rest ist soweit in Ordnung. Wir bekommen auch langsam wieder Essen ran. Fleisch scheint auch vorrätig zu sein. Unsere Forts sind gut versorgt. Gebäude sind alle super versorgt. Denen geht's wunderbar. Teilweise mit 1000 Essen. Marmor haben wir genug, will aber keiner haben. Wir könnten ein paar Tempel bauen. Was machen wir denn nachher bei den Patriziern? Jo, und jetzt warten wir auf Kohle. Richtig viel Asche. Ach so, ja. Neue Handelsroute. Du möchtest Bekleidung haben. Bekleidung haben wir noch gar nicht. Ihr wollt Rinder und Gemüse, kann ich nicht verkaufen, brauche ich selber. Achea möchte Waffen und Rüstungen haben. Oh, sehr lukrativ, sehr, sehr lukrativ. Und Latium Schmuck. Schmuck brauche ich selber. Gallia Narbonensis auch.